Im Januar wartet uns der neue Roman Polanski-Film in den Kinos und er hat große Filme gemacht wie Ein Chinatown oder Tanz der Vampire, Rosemary's Baby oder natürlich auch Der Pianist und viele, viele mehr und hätte mit Die Intrige durchaus einen sehr runden Abschluss vor einigen Jahren gehabt. Was seine Karriere als Regisseur angeht, hat er sich gedacht, nein, mit 90 bringe ich nochmal einen Film raus, nämlich The Palace, der Premiere auf den Filmfestspielen von Venedig im vergangenen Jahr gefeiert hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warum eigentlich? Weil die Qualität kann es nicht unbedingt gewesen sein, zumindest aus meiner Sicht. Da muss es wahrscheinlich der Name des Regisseurs gewesen sein. Aber was ist denn eigentlich The Palace? 102 Minuten lang, ab 12 Jahren freigegeben, startet er ab dem 18. Januar in den Kinos, also noch 2 Wochen hin, bis ihr die Nummer hier sich auf den Leinwänden sehen könnt. Geht es um die Silvesternacht von 1999 und das im Schlosshotel The Palace in den Schweizer Alpen. Da ist nämlich Oliver Masucci als Hans-Uli Kopf und somit Hoteldirektor strengstens bemüht, seine Crew und seine Mitarbeiter darauf zu trimmen, jedem Gast den Wunsch oder die Wünsche von den Lippen abzulesen, wie immer perfekten Service abzuliefern, denn in diesem Fall ist nicht nur eine große Silvestersause geplant und die Reichen und Schönen rund um den Erdball finden ihre Heimat für die Silvesternacht in The Palace, sondern der Millennium-Bug und die Sorge davor, dass die Welt mehr oder weniger technisch untergeht, die ist allgegenwärtig. Und das sind so ein bisschen die beiden Ebenen und dann füllt sich dieser Film durch alle Gäste zu einem Ensemble-Film der skurrilsten Art, wie ich finde. Ein Film, der sehr zäh wird, der sehr unlustig wird, der uninspiriert wirkt und vor allem an einem vermeintlichen Luxusort, der leider nie besonders nach Luxus aussieht. Dazu sage ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Ein Haufen reicher Leute mit wirren Wünschen zusammenzuschmeißen, wirkt hier wie The Triangle of Sadness als anstrengend und ununterhaltsam. Und ich dachte immer wieder bei dem Film so Kopfschütteln, Mann, oh Mann, er fühlt sich auch viel länger an als 102 Minuten. Lachen musste ich da nie. Und nur um mal so einen kleinen Geschmack zu geben. Was wir im Grunde da erleben, ist beispielsweise die Geschichte eines Milliardärs und seiner 22-jährigen Frau, inklusive einem Scheidenkrampf und die Frage nach einem Erbe. Oder die Geschichte eines ehemaligen Pornostars mit einem riesigen Gemächt, dem legendär sein Ruf vorauseilt und einem Skiunfall. Oder einer Frau-Marquise mit ihrem Hund, der nicht in den Schnee kacken möchte. Oder einem Schönheitschirurgen, der ein Star-Schönheitschirurg ist und deswegen umgarnt wird von Frauen, die unbedingt Operationen haben wollen, der sich aber mit besagtem Hund auseinandersetzt. Oder beispielsweise eine Gruppe Russen, die das Momentum nutzen wollen, dass Jelzin die Macht an Putin abgibt, der aber gerade mal schwört, nur 3 Monate an der Macht als Übergangspräsident in Russland bleiben zu wollen. Oder beispielsweise dann auch noch ein Star-Investor, der mit einem Banker einen Millionenbetrug im Schatten des Millennium-Bugs durchziehen will. Und vieles, vieles mehr. Und da hört man eigentlich schon an diesen wirren und vielen Geschichten, kann ein Film in 102 Minuten überhaupt diesen Figuren ein gewisses Profil verleihen? Ehrlicherweise nein. Kann dieser Film einzelne Geschichten so in den Vordergrund stellen, dass sie wie einen roten Faden durchlaufen? Ich finde auch nicht. Es ist in erster Linie Oliver Masucci als dieser Hoteldirektor, der von einer Brandstelle zum nächsten Problem gejagt wird und immer wieder, egal wie skurril die Situation, inklusive einem schlecht animierten Pinguin, ja, ihr habt richtig gehört, versucht, die Brandherde zu löschen und mit aller Seriosität, egal wie nervig die Dinge auch sein mögen oder man Happy Birthday umdichtet, zu sagen, okay, das kriegen wir hin, das machen wir mit und notfalls kann man auch einen Tod vertuschen. Alles Mögliche ist da irgendwie reingeworfen, ohne dass es Struktur bekommt. Und so ist es maximal Oliver Masucci, an dem man sich halten kann, in diesen Wirren innerhalb dieses Luxushotels, was leider nie nach Luxus aussieht. Wie ein Schloss fühlt es sich nicht an, wie eine Herberge, wo Leute 5-stellige Beträge vielleicht in der Nacht für Suiten lassen, ehrlicherweise auch nicht. Wirkt alles sehr altbacken, wie auch der Humor an diesem Film. Und auch die Konstellation, dass ein Milan Peschel mit einem Mickey Rourke zusammen ein Duo spinnt, wo man denkt, der ist so gar keine Chemie da. Oder Mickey Rourke auch sehr unangenehm auf der Leinwand ist und jeden wie Dreck behandelt, der ihn nicht wie einen König behandeln möchte. Auch ein John Cleese mal wieder zu sehen, sicherlich auch nicht uninteressant. Aber all das bekommt so gar keine Farbe, gar keine Freude, gar keinen richtigen Spaß und ist auch mal ein bisschen vulgärer oder fäkaler aufgeladen, sodass ich dachte, nee, wenn man einen Film sehen will, der das auf die Spitze treibt und eine richtig bissige Satire und Abgesang auf die Gesellschaft oder die da oben ist, dann nimmt man sowas wie Triangle of Sadness, wo unten gegen oben aufbegehrt und kleine Dinge, die sich ändern, ganz große Wirkung in den Hierarchien erzielen. Hier ist das einfach nur mittendrin stehen und gucken in einem langweiligen, oft überbelichteten
Set und einer billig wirkenden Kamera, dass ich dachte, was, das ist ein Roman Polanski-Film. Fühlt sich wirklich unangenehm, an einem weiten Fallen Teil in diesem Film zu sehen, dass Musik, die wirklich aufkommt, alle auch so gekleidet sind, wie man sich Reiche und Schöne in ihrer Pompösität, wenn das Wort existiert, vielleicht vorstellt. Aber das sind für mich Klischees und Ideen von Dingen, die nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen. Oder, naja, ich arbeite ja im Showbiz, da kriegt man ja trotzdem immer genug Dinge mit, dass man zumindest schauen kann, hey, da gibt es auch normale und entspannte Leute und auch bei irgendwelchen großen Festivitäten in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels im Bayerischen Hof oder so gibt es immer auch noch normale, entspannte Leute und nicht ist alles so völlig überdreht und überzogen mit irgendwelchen Extravaganzen, sodass ich ehrlicherweise sagen muss, nach The Palace, für mich war das nichts. Ununterhaltsam, unlustig. Für mich Maxima Oliver Masucci, einer, der noch so ein bisschen rausstechen kann in diesem Film, wo man auch merkt bei seinen Effekten, weil zum Beispiel animierte Tiere nicht fertig aussehen oder Tiefen in Räumen oder Landschaften einfach nicht echt wirken, dass er vielleicht nur 17 Millionen Euro Budget hatte. Am Ende, wie gesagt, anstrengend, unlustig, ich mag die Ausstattung nicht, das Set fühlt sich nicht nach dem an, was da erzählt wird. Wenn ich schöne, reiche Milliardäre zusammenhole für ein großes Fest, dann muss die Location das auch schon wiedergeben. Da hat gerade auf Amazon Prime Video ein Saltburn ein viel besseres und echtes Setting, nur um mal ein Beispiel zu nennen, wie es dann auch wirken kann, wenn man Herrschaftlichkeit erzählen möchte. Die Kamera war mir immer wieder zu träge und auch so uninspiriert in diesem Film. Mit den Figuren kann man so gar nicht anbändeln. Das sind einfach nur so Versatzstücke von Klischees, die aufeinander losgelassen werden. Oder in diesem Chaos soll dann der Witz stecken. Für mich zu altbacken und der Film zieht sich. Die 102 Minuten fühlen sich eher an wie 2 bis 2,5 Stunden. Am Ende komme ich bei 3,5 von 10 möglichen Punkten als, ach eigentlich eher 3 von 10 möglichen Punkten, als Drama-Komödie, als Mix heraus. Genauso wie insgesamt. Das nicht dolle, das ist schade, aber gut. So ist es halt. Meine Meinung zu The Palace. Wenn ihr euch selbst überzeugen wollt, ab dem 18. Januar startet der, wie gesagt, in den deutschen Kinos. Und vielleicht findet ihr ihn ja ganz fantastisch. Mir ging es definitiv dolle anders. Okay, dann bin ich am Ende dieser Review und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.